also wir sind jetzt unterwegs in Italien. Haben wir es gerade schon gesehen an dem Ferrari, der an uns vorbeigefahren ist. Und wir haben ihn auch wieder gepackt. Ja. Ansonsten sind wir jetzt froh, dass wir den richtigen Weg gefunden haben. Wir haben uns ein bisschen verfahren in Mailand. Ansonsten, ja genau, Joe ist schuld, falscher Navigator auf dem Rücksitz. Aber ansonsten würde ich sagen, ich bin zuversichtlich in Hinsicht auf die Formulation in Spaghetti, zu der wir jetzt in Fahrt. Ja. Design-Event war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also diesmal fand es Italiener nicht so langweilig, unser Auto, und hat sich auch was erzählen lassen. Das war mal eine Verbesserung zu den Jahren vorher, von daher könnte es einigermaßen gute Platzierung reichen, und vielleicht für den drittletzten Platz. Das war schon eine große Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr. Ich finde, die haben ganz klar beschissen, es waren wesentlich mehr als 60 Grad. Aber der Nacken hat gehalten. Breakfast. Beim Breakfast.
the greater champion of Yelton. Also nachdem jetzt heute Morgen das Tutoring und die restlichen technischen Inspektionen alle ganz gut liefen, haben wir alle schon gedacht, dass wir ganz schnell ins Pool können heute Mittag. Aber unsere kleine schwarz-gelbe Diva hat es wohl irgendwie gemerkt und hat sich dann gedacht so, hey, euch lasse ich nicht so leicht hier weg. Ich schade mir jetzt einfach mal ein bisschen selber und hat dann so ein kleines Feuerchen gemacht und das Ganze nur um uns zu ärgern und dass wir nicht in den Pool können, weil sonst wäre die kleine gelb-schwarze Diva ein bisschen eifersüchtig, wenn wir im Pool wären und uns nicht um sie kümmern würden. Und wir haben es jetzt geschafft. Sie hat den ganzen Mittag uns gehabt und wir kein Wasser. Genau, also wir haben heute, nachdem der Noise-Test wunderbar schnell und der Break-Test und auch Tilt-Test wunderbar schnell durchlaufen werden konnte, für Freude ein Barbecue veranstaltet in unserem Monocoque. Dabei ist leider ein Stück Kohle in den Hinterbau gefallen und hat diverse Gruppen entzündet. Ja, das mussten wir dann heute dann dummerweise austauschen. Oh mein Gott, was ist das? Ja, und jetzt haben wir haben jetzt den Motor rausgerissen, haben die komplette Wärmeisolierung neu gemacht. Hier. Ja, und haben den Motor jetzt wieder komplett eingebaut, alles repariert, alles kontrolliert soweit und jetzt kommt der Hinterbau wieder drauf und dann können wir morgen Top 10 fahren. Ja. Sonne blendet jetzt ein bisschen und es gab jetzt viele erfreuliche Ergebnisse. Wir sind jetzt gerade an die Strecke gekommen und haben die Dynamic-Ergebnisse von gestern gesehen und wir haben es jetzt schriftlich, dass wir im Autocross die viertschnellste Zeit haben. Nein, stimmt gar nicht, die viertschnellste Zeit und im Acceleration die sechstschnellste Zeit und im Skidbed war es die 13. beste Zeit und eigentlich überall nirgends viele Punkte verloren und deswegen lässt es jetzt auf einen guten Sonntag noch hoffen, Montag.